Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Sub Creativity, der Sub Squad Builder Serie hier auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit einem 4-3-2-1 Team, vorgeschlagen von einem lieben Abonnenten, und zwar schon Ende Februar, also ist schon eine ganze Ecke her, aber ich habe das Team jetzt erst gesehen, fand es richtig geil und dementsprechend habe ich es mir heute gebaut, beziehungsweise für diese Episode gebaut und einfach mal ausprobiert, und ich kann euch sagen, dieses Team war ziemlich nice und ich habe kein Spiel damit verloren, was ja bei mir normalerweise nicht der Standard ist. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mal Hashtag Thanks in die Kommentare für den Kollegen, der mir dieses Team vorgeschlagen hat, und natürlich könnt ihr gerne die Videobeschreibung auschecken. Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMINGTV auf eure Coins, FIBA Points, PSN und Microsoft Guthaben, dazu zu meinem Merchandise und selbstverständlich zu meinen Social Media Links, Instagram, Twitter, Facebook, aber gerade für diejenigen, die sich eventuell hier die Wants to Watch Karte oder die Inform Karten, die es von diesen Spielern, die wir hier sehen können, noch gibt, oder den International Man of the Match, ist nicht European Man of the Match, holen wollen. Für die lohnt sich natürlich besonders IG Vault. So, allerdings, wer spielt denn in diesem Team? Das gucken wir uns jetzt an. Im Kasten haben wir Begovic. Davor haben wir Koscielny und Skodran Mustafi. Rechts haben wir Lukas Piszczek. Auf der linken Seite Dalbea. Im zentralen Mittelfeld Villon Cyprien, Renato Sanchez und Gonzalo Castro. Und vorne die offensive Dreierreihe bilden Kingsley Coman, Ricardo Quaresma und Vincent Aboubakar. Ganz starkes Team an sich. Wenn man sich das in der Gesamtkomposition mal anguckt, Begovic sticht so ein bisschen runter, weil ich immer sage, der ist unglaublich schlecht, aber in diesem Team war er zwischen Himmel und Hölle, kommen wir gleich zu. Defensive sehr stark, schnelle Innenverteidiger, schnelle Außenverteidiger, vor allem auch mit einigermaßen Physis. Mittelfeld, kompletter Allrounder, extrem geil. Vorne zwei schnelle Flügelspieler mit Skills und vor allem guten Dribbling, und in der Sturmspitze ein schneller Stürmer, der aber auch bullig ist und einen guten Abschluss hat. Was will man mehr? Eigentlich nicht viel, muss ich sagen. Begovic, wie gesagt, normalerweise nicht mein Lieblingstorwart, aber dieses Team hat ihm irgendwie gut getan, habe ich das Gefühl gehabt. Koscielny und Mustafi sind eine solide Innenverteidigung, und der hat vor allem ein, zwei Paraden rausgehauen. Die baller ich jetzt gerade mal hier in den Hintergrund rein, wenn ich dran denke. Das war schon ziemlich stark. An sich finde ich ihn dieses Jahr, wie gesagt, kacke. Er ist bei weitem nicht so stark wie in den letzten Jahren. Aber vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Hier ist meine Infokarte. Denkt ihr, Begovic ist deutlich schlechter, oder benutzt ihr den gerne? Ich bin mal sehr gespannt. Ich mag mal ja, benutzt ihr gerne Begovic? Ja, nein. Oder Budland? Das sind die Optionen. Ich glaube, Budland ist echt der overuseste Goalkeeper in diesem Spiel. Ich kann kein Deutsch reden. Egal, wir kommen zur Innenverteidigung. Koscielny und Mustafi, wie gesagt, beide relativ schnell unterwegs. Der eine 70 Tempo, der andere 78. Der eine ein bisschen mehr Physis, der andere ein bisschen weniger Defending. Ne, warte mal, gleich. Der aber dafür mit ein bisschen weniger Defending, dafür ein bisschen mehr Schießen und Passen. Sehr solide Karten, die beide mit mittleren Arbeitsraten daherkommen. Nicht die allergrößten sind mit 84 und 86, aber trotzdem gut sind und vor allem sehr solide und mit den Außenverteidigern sehr gut kooperieren. Denn Albert ist ein extrem starker Außenverteidiger. 1,81 groß, das ist eine perfekte Größe. Leider Gottes trotz brasilianischer Staatsangehörigkeit nur zwei schnelle Skills, aber 90 Tempo, 79 Dribbling, das passt schon. Und Lukas Piszczek ist sowieso in meinen Augen mit der beste Verteidiger dieses Jahr. Habt ihr ihn auch schon ordentlich lange gespielt. Mittel Arbeitsraten 84 groß, 79 Tempo ist ausreichend, 81 Defender, 80 Physis. Das ist für einen Außenverteidiger pervers. Und so spielt er auch. Gonzalo Castro im Mittelfeld mit Renato Sanchez und Villon Cyprien, die wir gleich mal vergleichen. Gonzalo Castro hatte ich ja, beziehungsweise habe ich ja in meinem Ibra-Team auch drin. Und der ist ziemlich stark, finde ich. 77 Spiele, 9 Tore, 12 Vorlagen, gerade gute Distanzschüsse, gutes Passspiel, recht schnell trotz seines 74 Tempos, er wühlt sich schneller an. Ja, Physis ist nicht so krass, aber Dribbling ist dafür extrem gut. Mittelarbeitsraten, das heißt, perfekter Allrounder, Mittelfeld mit Forster, Weakfoot. 1,72 ist ein bisschen klein für Kopfballduelle, aber gewinnt einige trotzdem, von daher, was willst du mehr? Vergleich zwischen den beiden 78er-Karten. Eine geupgradet, eine nicht. Ja, man kann natürlich hier auch beispielsweise die Once-to-Watch-Karte von Renato Sanchez oder halt eben die Inform-Karte von Castro hinstellen. Ja, Cyprien, ein bisschen weniger Tempo, dafür sonst alle Stats außer Physis mehr. Physis hat auch 4 weniger, 1 mehr Defending, 1 mehr Dribbling, 7 mehr Passen, und das ist der große Punkt. Sanchez ist ein guter, gar keine Frage, vor allem einer der Overpowered-Karten, weil er so bullig ist. Aber Cyprien ist einfach noch ein bisschen mehr der Spielmacher, und das ist sehr schön, weil da ist in der Mitte einer, der defensiv ein bisschen was drauf hat, auch wenn er nicht Werte dafür hat mit 72, aber einfach die Kopfballduelle gewinnt und in jedem Zweikampf irgendwie da ist, und auf den anderen beiden Seiten hast du zwei, die das Spiel machen können. Und das ist ganz cool, die beiden sind auch offensiv einigermaßen gut, Sanchez auch, arbeitet mit nach vorne, mit nach hinten, alles, was man braucht. Vorne drin Kingsley Coman, gefällt mir immer besser, je öfter ich ihn spiele. 53 Spiele, 9 Tore, 7 Vorlagen, ist eine ordentliche Statistik. Mittelgering Arbeit rein, das Visier 3-2-1, in meinen Augen perfekt. Forster Skills ist in Ordnung, 93 Tempo, 84 Dribbling, natürlich 19 Defending, aber als Stürmer brauchst du das nicht. 76 Shooting ist in Ordnung, hat einen guten Abschluss, ehrlich gesagt, das Sanchez ist nicht so geil, aber es passt.
Quaresma kann Distanzschüsse, Quaresma kann aber auch im 16er finishen. 88 Dribbling, 5 Stars, Skills. Quaresma ist schon immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen. Dieses Jahr habe ich ihn bisher fast noch gar nicht gespielt, aber das muss ich jetzt auf jeden Fall nachholen. 84 Tempo reicht auf jeden Fall, weil er halt so gutes Dribbling hat. Dazu ist seine Physis mittlerweile nicht mehr so schlecht mit 60, 1,75 Körpergröße ist okay. Hoch mit Laberzraten sind perfekt für den rechten Flügel, vor allem nicht zwingend für den rechten Stürmer. Aber auch da geht's und 81 passen. Rabonas, Freekicks und Crosses for Days, kann ich euch nur sagen. Forster Weakwood passt auch. Übrigens, man muss dazu sagen, ich habe nur 3 vollwertige Spiele gemacht. 2 Gegner sind direkt rausgegangen. Einer ist in der 85. gekittet oder so. Aber passt trotzdem. Kommen wir zum letzten Spieler. Kommen wir zu Vincent Aboubakar. Ja, 1 Tor und 3 Vorlagen in 3 Spielen, muss man dazu sagen. Forster Skills ist sehr nice. Hochmittelarbeitsraten, auch sehr gut für einen Stürmer. Perfekte Arbeitsraten in meinen Augen eigentlich. Dazu 1,84 Körpergröße und wie gesagt 86 Tempo, 86 Physis, geile Kombination. 84 Dribbling ist auch sehr in Ordnung und 83 Shooting und 80 passend für einen Stürmer. Das ist eine der besten Stürmerkarten dieses Jahr, von den Werten her. Und dazu kostet er nur 28.000 Coins, also definitiv ordentlich. Natürlich könnte der Abschluss ein bisschen höher sein, aber er ist trotzdem eine geniale Karte, hat vor allem ordentlich Bums im Fuß und von daher kann man sich da absolut nicht drüber beschweren. Insgesamt in der Gesamtkomposition hat mir dieses Team extrem stark gefallen, weil wir haben eine schnelle Defensive mit soliden Arbeitsraten, ein sehr solides Mittelfeld, die alle Workhorses sind und mit nach vorne, mit nach hinten gehen und Torgefahr ausstrahlen. Und vorne haben wir 2 Trickser, die extrem schnell unterwegs sind und spektakulär spielen und mit Aboubakar ein, der da ist, wenn man ihn braucht, auch spektakulär spielen kann, nicht so auffällig ist, aber in der Situation, wo man einen Stürmer halt braucht, einfach genau am richtigen Ort ist und den Ball auch im Tor unterzubringen weiß. Dementsprechend gibt es für dieses Team von mir eine 9 von 10, ja, keine 10 von 10, dafür müssten die Spieler halt noch ein bisschen krasser sein, vielleicht mit den Informvarianten. In der eigentlichen Version war auch die Informvariante von Quaresma drin, habe ich jetzt nicht eingesehen, für die 3 Spiele mehr zu kaufen, aber bei Aboubakar gerade für 30.000 Münzen, also es lohnt sich einfach. Deswegen macht das. Ja, lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Dankt doch mal in den Kommentaren, wie gesagt, mit Hashtag Thanks demjenigen, der es eingeschickt hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Toren. Abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt an Videos. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir eure Vorschläge für Subcreative über Instagram, Twitter oder Facebook. Macht's gut. Wunderschönes Fußballwochenende. Haut rein und ciao.